Wir sind zu Gast im San Siro hier in Mailand und ich begrüße Sie zur heutigen Partie. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Drittes Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Es ist ein begeisterndes Turnier. Das sehen wir ja auch an den Fans. Die nehmen das gut an, freuen sich, dass sie diese Akteure hier live erleben dürfen. Es ist natürlich etwas, das gab es früher in dieser Form nicht allzu häufig. Diese Turniere vor der Saison mit den großen Namen, mit den großen Stars. Und wenn die das Ganze dann am Ende auch noch ernst nehmen, dann ist das klasse für jeden Fan. Da kommt die Aufstellung, so gehen sie in diese Partie heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und hier die Aufstellung von Genua. Sie entscheiden sich für ein 3-5-2. Das ist natürlich eine Taktik, mit der du viele Varianten für den Spielaufbau hast, viele Optionen. Du bist kaum ausrechenbar für den Gegner, ein reizvoller Ansatz. Das Spiel beginnt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Was macht er drauf? Volles Risiko! Oh, Riesenparade, aber die Fahne ist oben. Wir sehen es abseits. Gezählt hätte der Edig. War eine klasse Chance, aber ist am Ende nichts dabei rumgekommen. Er spielt natürlich auf einer ungewohnten Position, Buschi. Kennt man so eigentlich gar nicht, aber wenn wir uns seine Leistungen anschauen, das klappt richtig gut. Ja, es klappt hervorragend und daran merkst du, was für ein spielintelligenter Kerl das ist. Es ist ein moderner Spieler. Jetzt die Chance. Da macht er zu, starke Aktion. Sie verlieren hier den Ball. Gutes, frühes Stören. Und die Möglichkeit. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Immer noch unentschieden. Und da dürfen Sie sich bei Ihrem Kollegen bedanken. Das war eine super Parade. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Gute Möglichkeit. Da ist die Flanke. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig, ne? Ja, da sagt der Torwart vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Tore Jakobsen. Das hat er geahnt.
Galdames. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lukas Schnellbacher. Tore Jakobsen. Sieht vielversprechend aus. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Na, der kommt gut. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Aber dann können sie da doch nichts draus machen. Ball ist weg. Albert Gudmundsen. Das könnte die Chance werden. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Albert Gudmundsen. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Riesenchance. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Lukas Schnellbacher. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Gute Pässe jetzt. Der Versuch war harmlos. Guter Vorstoß jetzt. Da haben sie die Chance. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Und jetzt wollen sie wechseln. Bei 0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. So langsam wird es gefährlich. Oh, da wäre sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Güvenialzi geht dazwischen. Albert Gudmundsen. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Sie geben noch nicht auf. Das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn Sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Der Ball erstmal abgefangen. Klasse Aktion. Ganz wichtig, da muss er hin. Gefährlich, Steilpass. Das ist noch gefährlich. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Galdames. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Klasse gemacht. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Und es wird einen Wechsel geben.
Die neue Saison, Spieltag 1 und gleich zu Beginn ein hochinteressantes Spiel. Werden Sie es schaffen? Wir zeigen es Ihnen. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1, beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Tore Jakobsen. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Gute Aktion. Jetzt ist er durch. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Lukas Schnellbacher. Der Angriff jetzt. Das machen sie gut. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Ein guter Block hier. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Ist natürlich nicht seine gewohnte Position, Buschi, aber man kann es nicht anders sagen. Er überzeugt auch da. Also auch dort, wo er sich eigentlich nicht auskennt. Absolut, Wolf. Da gibt es keine Probleme, keine Eingewöhnungszeit. Er ist sofort da. Ist ein Mann, der für den Teamerfolg steht und er weiß,
ich muss auch mal, wenn es denn wirklich sein muss, eine andere Position spielen. Da ordnet er sich unter, steht dem Konzept des Trainers perfekt zur Verfügung. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Salah. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ist abseits, weil er da einen Tick zu früh startet. Da kommt noch mal die Wiederholung. Ja, klare Nummer. Da steht er eindeutig im Abseits. Alles richtig gemacht vom Assistenten. Pass kommt nicht an. Correa. Tore Jakobsen. Ja, macht er gut. Steilpass. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Jetzt heißt es erstmal aufpassen bei diesem Angriff. Lukas Schnellbacher. Gutes Tackling. Er spielt steil. Da hat er die Chance. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Kurzer Eckball. Er war noch dran, gibt Ecke. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Ecke kommt ins Zentrum. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Tore Jakobsen. Gleich gehen wir hier in die Pause, in dieser Begegnung, in der die Gastgeber momentan knapp hinten liegen. Der Rückstand ist knapp, ein Tor ist es, eigentlich alles drin, aber es ist bisher noch nicht die gewohnte Leistung. Sie müssen zulegen, müssen endlich gefährlicher werden, sonst wird es schwer, den Sieg zu holen. Sieht vielversprechend aus. Ja, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Der Ball läuft richtig gut. Sie versuchen es. Gehalten, ganz stark.
Jetzt kommt hier der Wechsel. So, Ecke kommt. So, kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. Wir haben einen Transfer bei Manchester United. War nicht leicht, diesen Spieler zu holen, aber nun ist es dann doch gelungen. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Correa. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie suchen die Lücke. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Ball. Da wäre Platz für den Konter. So, was machen Sie draus? Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Schön zugemacht. Lukas Schnellbacher. In der Partie von Holstein Kiel gab es einen Treffer. Wir gehen ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Holstein Kiel. Der Torschütze war Jan-Fiete Arp. Dieser Ball hier noch abgefälscht. Naja, und dann ist der Kick. Die Chance! Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Ball geht in die Torwartecke. Wir sehen es hier. Und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Entschuldigung, dass wir diese Info vom anderen Spiel kurzfristig abbrechen mussten. Tor also für Holstein Kiel. Sie führen nun mit 3:0. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Guter Pass. Er hat weiter den Ball. Na, jetzt ist der Ball doch weg. Chance für den Konter jetzt. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Bei Schalke wurde ein Tor erzielt, kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Schalke 04. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 81 Minuten. Interessante Info, Dankeschön dafür.